Also ich meine, wo das Europa von Schulz, Merkel, Macron und anderen hinführt, das kann man doch an aktuellen Zahlen belegen. Auch Jean-Luc hat auf einiges hingewiesen. Eine Zahl ist jetzt gerade veröffentlicht worden. In Europa betragen die Dividendenausschüttungen in diesem Jahr 323 Milliarden Euro. Das ist so viel wie noch nie zuvor. 323 Milliarden Euro gehen an die Aktionäre in den einzelnen europäischen Ländern. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, wo die Armut in Europa so groß ist, wie sie noch nie zuvor war, wo ganz viele junge Menschen im Grunde vor einem Leben stehen, das ihnen keine Chancen gibt, wo die Bildung kaputt gespart wird, wo die öffentlichen Einrichtungen verfallen, wo Krankenhäuser völlig unterausgestattet sind, wo Länder gedrückt werden, zu privatisieren und soziale Leistungen abzubauen. Und gleichzeitig sprudeln die Dividenden mehr als je zuvor. Ich finde, das zeigt doch dieses Europa. Das ist kein Europa, das den Zusammenhalt der Menschen fördert. Es ist ein Europa, das sich selber zerlegt und dass es in so vielen Ländern nationalistische Bestrebungen und Tendenzen gibt. Das ist doch das Ergebnis dieser Politik. Das machen Sie doch. Da sind Sie doch mit verantwortlich. Von wegen. On entend dire sur tous les tons, de toutes les manières, qu'il faut qu'on s'arme, qu'il faut qu'on renforce la coalition militaire, qu'il faut qu'on installe des batteries de missiles, antimissiles. Au début, c'était pour faire face à l'Iran, et maintenant tout le monde a compris, c'est pour faire face aux Russes. Non ! Quoi que l'on pense des Russes, la Russie n'est pas une ennemie, c'est une partenaire. La Russie n'est pas une ennemie, c'est une partenaire. Non à la guerre, non à l'armement, non à l'OTAN. Pas de compromis pourri sur la question de la guerre ou de la paix. Nous ne voulons pas de l'Europe de la défense, parce que nous ne savons pas contre qui ils veulent se défendre, c'est-à-dire qui ils veulent attaquer.